Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind heute beim zweiten Video der Albumreihe von dem neuen Album, was ich angefangen habe. Ihr habt wahrscheinlich schon das erste Video gesehen, wo ich das Cover fertig gemacht habe. Ich habe mir überlegt, ich werde das generell so aufbauen, dass ich immer pro Video jetzt eine Seite mache, das heißt Vorder- und Rückseite. Und euch zeigen, wie man diese Mechanismen und die Klappen und alles andere befestigt. Die Maße natürlich alle durchgebe. Das Dekorieren werde ich dann off-camera machen und werde euch dann einfach das Endergebnis sozusagen zeigen. Also das undekorierte Endergebnis, einfach nur, wo ich Motivpapier schon aufgeklebt habe. Weil Dekorieren machen wir dann, denke ich, in einem extra Video einfach nochmal zusammen, dass ihr euch das anschauen könnt. Und genau, also so ist jetzt mein Plan. Kann natürlich sein, dass sich da noch was ändern wird, weil das ist das erste Mal, dass ich ein Album vor der Kamera bastel. Normalerweise mache ich das natürlich immer alles für mich sozusagen und zeige da keine Tutorials oder so, aber ich habe mir selber früher gerne Tutorials dazu angeguckt, einfach nur um ein paar Ideen zu bekommen für Klappmechanismen oder einfach Schließmechanismen beispielsweise, auch um mir einfach ein paar Tipps abzugucken. Und ich dachte, vielleicht ist es auch mal ganz schön für euch, mir dabei zuzuschauen. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch noch ein Tipp dabei, den er sich gerne abgucken möchte. Generell ist es so, wir haben immer eine Basisseite von, lasst mich nicht lügen, von 20 auf 26 cm. Und die wird immer gefalzt, einmal bei 1,5 und einmal bei 3 cm. Hat einfach den folgenden Hintergrund. Man kennt das ja mit dieser 1 cm Bindung, die hier festgeklebt wird. Und das ist auch so ähnlich, wird das befestigt, aber eben nur so ähnlich. Also man hat diesen 1,5 cm einfach für den Abstand, weil ich teilweise ein paar 3D-Elemente aufbringen will oder dickere Elemente wie Chipboards, dass sich das nicht in die Quere kommt. Deswegen 1,5 cm Klebeabstand zwischen den Seiten. Und dann haben wir nochmal einen zusätzlichen 1,5 cm zur Bewegung. Ihr werdet es dann später auch nochmal im Album sehen, warum das gut ist. Und zwar ist es halt einfach so, oft ist es ja so, dass wenn man die Alben sozusagen einklebt, also die Seiten einklebt und die einfach ein bisschen stärker sind, dass das halt oft so ist, dass sich die Seiten irgendwann so stapeln, dass man das Album einfach nicht mehr flach vor sich liegen hat, sondern die Seiten relativ hoch kann stehen. Und dieser 1,5 cm bewirkt halt einfach, dass sich die Seiten ein bisschen entspannter legen, also ein bisschen auseinanderlegen, sodass man eben nicht ein Album hat, was auf einmal so nach oben guckt, sondern man sich das wirklich auch entspannt liegend angucken kann. Relativ, ne? Also es kommt auch immer darauf an, wie dick natürlich die Seite im Endeffekt ist, aber in dem Fall ist es jetzt so geplant, dass das normalerweise so hinhauen müsste. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde die Seiten immer so einkleben, also dass diese Klebelasche nach hinten zeigt. Und für die Bearbeitung der Seite, für die erste Seite, ich habe das auch so aufgebaut, dass die oberste Seite immer ein bisschen mehr hat, also ein bisschen mehr Fotolagen beispielsweise oder einfach ein bisschen dicker ausfällt und die Rückseite dann ein bisschen dünner ausfällt. So kommt sich einfach auch nichts in die Quere und das ist entspannter von der vom Platzieren auch im Album später. Okay, was wir heute vorhaben ist einmal, wie gesagt, Basisseite braucht ihr in den Maßen 20 x 26 cm. Dann braucht ihr ein Cardstock. Ups. In den Maßen 19 x 25 cm. Und da falzt ihr einmal rechts und links 1 cm und einmal unten 1 cm, sodass ihr am Ende eine Tasche bekommt. Da falzen wir jetzt auch gleich alles nach, alle Laschen nach. Oben die Lasche nach.
Und wenn euch das mal interessiert, ich benutze hier für teilweise auch unterschiedliche Papierstecken. Also für die Basisseite benutze ich immer 300 Gramm Cardstock. Und zum Festkleben von den Seiten liegt es immer zwischen 160 und 200 Gramm weißes Papier. Ich möchte ja auch nicht, dass die Seiten unglaublich dick werden und am Ende auch nicht mehr beweglich sind. Deswegen alles, was ich sozusagen auf die Basisseite drauf klebe, hat dann wieder ein bisschen weniger Gramm. Und alles, was dann zum Beispiel wieder etwas ist, was ich rausziehe, also zum Beispiel eine Fotomatte, eine große, die ich rausziehen möchte, hat dann auch wieder 300 Gramm. So, hier oben noch abschrägen. Schön nachfalzen, dass die Tasche auch schön so liegen bleibt. Gleich mal den Test. Oft ist es halt auch immer so, dass man einen Millimeter zu viel noch hat, aber ich schätze mal, dass es sehr gut drauf passen wird. Jawohl, passt sogar 1:1 wunderbar auf diese Grundseite drauf. Und dann hat man eine Tasche, wo man später oben noch was rausziehen kann. Das befestigen wir jetzt einmal. Das könnt ihr jetzt mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich mache es hier wieder mit Flüssigkleber. Beziehungsweise, vielleicht. Ich mache es mal folgendermaßen. Ich mache hier unten an der Kante entlang eine Reihe doppelseitiges Klebeband. Aber nur bis zur ersten Lasche sozusagen. Ziehe mir das ab. Mache mir zusätzlich noch ein bisschen Flüssigkleber mit drauf. Das ist jetzt ein mit einer dünneren Spitze. So, und kleben jetzt das sozusagen die untere Lasche an der unteren Kante schon mal an. Warum mache ich das jetzt so? Ich habe einfach ein bisschen mehr Kontrolle am Ende, wie die Lasche, wie diese Tasche sich aufkleben lässt. Ja, also oft ist es ja einfach so, wenn ihr so große Elemente habt, die ihr aufklebt, dass es auch mal sein kann, dass man es ein bisschen schepp klebt und das wird dadurch einfach ein bisschen unterbunden, dass das eben nicht passiert. Ihr könnt zum einen diese Lasche nochmal so richtig schön feststreifen, dass da sich nichts wälzt und die Matte sich auch wunderbar reinschieben lässt. Und jetzt kann man wirklich hergehen und kann sagen, okay, sorry, wenn das jetzt nicht gleich in die Kamera passt, kann jetzt hergehen und kann sagen, okay, und jetzt mache ich hier noch Kleber drauf und schlage das einfach nach oben hin um, sodass die Lasche so dann festklebt. Und da geht man jetzt einfach nochmal schön mit dem Falzband drüber, dass die Laschen auch wirklich schön kleben und sich nichts löst. Ne? So, das wäre dann sozusagen die erste Tasche, die jetzt hier schon drin ist. Man könnte jetzt zum Beispiel, auch wenn man eine Big Shot hat und eine schöne Randstanze, könnte man hier jetzt auch noch eine schöne Randstanze mit einkleben, da wir aber jetzt was Spezielles vorhaben und zwar hier wie eine Art Wasserfall noch draufkleben werden, ist das nicht notwendig. Ich habe mir hier außerdem noch eine Fotomatte zurechtgeschnitten in den Maßen 11,5 x 14, nein, in den Maßen, ich kann mal schauen, Moment. In den Maßen 16 x 24 cm. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Faszinierend. In den Maßen 16 x 24 cm. Ich habe hier oben dann 1 cm auch rechts und links eingeschnitten und dann einfach abgeschrägt, sodass ihr so ein Tab zum Rausziehen habt. Das wird hier dann sozusagen reingesteckt.
bisschen mischte. Genau. So dass dieser Tab einfach noch zu sehen ist. Und jetzt machen wir weiter mit den Fotomatten. Ihr braucht auf jeden Fall 12 Mal Cardstock-Stücke in den Maßen 11,5 x 14,5 cm. An der Seite von 11,5 cm falzt ihr 1 cm, sodass ihr wie so eine Klebelasche bekommt. Und das falzt ihr jetzt einfach diese 12 Mal nach. So, dann hätten wir es schon mal. Und jetzt geht man wirklich her. Ich ziehe jetzt einfach nochmal diese Fotomatte raus, um den Rand besser zu sehen. Jetzt geht man wirklich her und platziert diese Fotomatte oben am Rand von der Tasche. Fängt man an sozusagen und platziert die erste Fotomatte. Schaut einfach, dass der Abstand rechts und links zum Seitenende einfach relativ gleich ist. Und das könnt ihr natürlich jetzt auch wieder machen mit doppelseitigem Klebeband oder ihr macht es mit Flüssigkleber, was euch lieber ist. Doppelseitiges Klebeband ist natürlich super, aber dann solltet ihr euch auf jeden Fall, auf gar keinen Fall verkleben. Und bei mir ist halt auch immer das Problem, dass das nie diese komplette Klebelasche ausreicht und deswegen muss ich immer noch mal so ein bisschen aus dem Flüssigkleber mit draufkleben. Ich tue es mir immer leichter, wenn ich das Ganze zu mir drehe, diese Klebelasche umschlage und dann einfach hier an den Rand setze. Und wie gesagt, der Abstand rechts und links, der muss nicht komplett identisch sein, es sei denn, ihr legt ein Lineal an, dann kriegt ihr das natürlich hin, aber so ungefähr. So, und dann klappe ich das einfach wieder nach oben und jetzt kann ich schon die zweite Fotomatte einfach an die erste Klebekante anlegen und ebenfalls aufkleben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wir haben jetzt eine Klebekante, doch ihr müsst es eigentlich erkennen, eine Klebekante von dieser Fotomatte und da setze ich jetzt die zweite an. Richtig schön press sozusagen an diese Kante und auch schön gerade an diese Kante an. Wenn ihr gut geschnitten habt, sind eure Fotomatten noch gleich lang. Sollten sie auch sein, weil wenn ein Wasserfallmechanismus schepp ist, dann sieht es einfach nicht mehr so schön aus. Sollte schon gerade sein. Oder relativ gerade. Ne? Ich meine, so ein Mühe kann man oft nicht verhindern. Und dann geht ihr nochmal ein Falzband drüber und dann habt ihr schon zwei Fotomatten untereinander. Und das macht ihr jetzt einfach mit allen, die ihr gemacht habt. Und ich mache das auch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr könnt sehen, ich habe jetzt alle Fotomatten aufgeklebt, so wie ich es euch gezeigt habe. Und man hat jetzt, wie gesagt, einen richtig schönen Wasserfallmechanismus. Man kann hier auf jeden Fall mal so 20, 23 Fotos aufkleben. Durch die Menge der Fotomatten, die wir verwendet haben. Das packe ich jetzt wieder hier rein. So. Außerdem haben wir jetzt noch einen Streifen. Der hat die Maße 7 x 21 cm. Wird gefalzt an eine der langen Seiten bei 1 und 1,5 cm für den Abstand. Der wird dann hier unten angebracht mit einem Magneten sozusagen. Am besten auch relativ mittig, sodass ihr einfach ein schönes Deckergebnis habt. Ihr könntet jetzt zum Beispiel hier auch noch eine Bordüre reinstanzen oder eine Spitze hier oben reinmachen. Das mache ich jetzt alles nicht, bei mir bleibt das alles so, weil ich da auf jeden Fall noch eine Deko drauf platzieren will und die wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein, deswegen muss es jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt hier noch irgendwas mache. Vielleicht runde ich noch die Ecken ab, aber mehr auf jeden Fall nicht. So, dann machen wir auf die 1 cm Klebelasche. Einmal Klebeband. Kleben diese einmal unten fest,
darauf achten, dass ihr nicht auf 1,5 cm das Klebeband setzt, sondern wirklich nur auf die 1 cm Klebelaschen, weil diese 0,5 cm sollen einfach den Abstand darstellen. Der Wasserfall wird natürlich durch die Fotos und eventuelle Fotomatten, die ich euch gleich zeigen werde, wird er natürlich ein bisschen dicker. Und da ist es immer gut, wenn ihr bei solchen Laschen dann einfach, ich zeige euch das mal von der Seite, ein bisschen Abstand einbaut. Ja? Also ihr habt dann sozusagen an der Stelle hier 0,5 cm Abstand eingebaut. Dann ist es nicht so auf Spannung und es plustert euch nicht so auf, sondern ihr habt einfach jetzt schon, obwohl noch nicht so viel Platz gebraucht wird, eine Entspannung drin im Papier. Ja? Also es kann sich trotzdem aufsetzen, das Papier, was gut ist. So, ihr braucht dann Magnete. Ich habe hier selbstklebende Magnete, zwei Stück. Die haben die Größe, ich glaube, von 8 mm. Ja, reicht doch eigentlich einer. Die legt ihr aufeinander, platziert das in der Mitte, zieht auf der anderen Seite ebenfalls die Schutzfolie ab zum Kleben. Und jetzt bitte darauf achten, dass ihr das nicht so flach aufklebt, weil sonst nehmt ihr den Abstand wieder weg, sondern wirklich dagegen drückt, sodass der Abstand gegeben ist und dann lasst ihr das fallen. Einmal festdrücken. Und dann habt ihr auf jeden Fall eine Lasche mit einem Magneten. So, das wäre jetzt das sozusagen. Optionale Schritte kommen jetzt. Ich habe mir schon passend zu dem jeweiligen Motivpapier Fotomatten zurechtgeschnitten. Und zwar 12 Fotomatten in den Maßen 14×10 cm für 9×13 Fotos. Und diese Fotomatten möchte ich natürlich auch platzieren. Also die könnt ihr entweder... Hier auf die oberste Stelle mache ich das nie. Ich mache da immer Motivpapier drauf, einfach um noch eine schöne Deko zu haben. Aber ihr könnt das dann zum Beispiel schon auf die zweiten platzieren oder auf die, die ihr aufklappt. Ihr könnt es natürlich auch beides machen, aber ich für meinen Teil mache es dann auf jeden Fall auf diese Fotomatte sozusagen. Und ich habe mir auch zwei Farben ausgesucht, einmal in so einem Kraftton und einmal in so einem Rosa, einfach weil diese Farben in dem Papier drin vorkommen. Und das wechsle ich jetzt ab und klebe das nacheinander auf. So, wenn ihr die Fotomatten aufgeklebt habt und es so gemacht habt wie ich, dann sieht das am Ende so aus. Also ihr seht dann schon noch den farbigen Karton unten rausschauen. Ihr habt doch dann eine Fotomatte übrig. Die würde ich dann hier unten hinkleben, aber erst wenn das Motivpapier natürlich klebt, ansonsten macht das wenig Sinn. Es sei denn, ihr wollt einen Rahmen drum bauen beispielsweise. Ne? Aber ich möchte dann hier einfach erstmal das Motivpapier aufkleben und dann die Fotomatte draufkleben. Deswegen klebt die noch nicht. Okay, das wäre jetzt Seite Nummer 1. Wir widmen uns auf die Rückseite dieser Seite. Und wie gesagt, diese Seite ist jetzt schon ein bisschen dicker, wie ihr sehen könnt. Und deshalb möchte ich hier auf dieser Seite das Ganze ein bisschen schmaler machen. Und dafür braucht ihr Folgendes. Ihr braucht ein Stück Cardstock in den Maßen 19×9 cm. Ihr falzt an der rechten und an der linken Seite 1 cm und unten 1 cm, sodass ihr wieder eine Tasche bekommt. Ihr schrägt die Kanten der Klebelaschen wieder ab. So dass sie dann wieder schöne Klebelaschen bekommt und das sich wieder super gut einkleben lässt. So, ihr faltet das einmal nochmal nach. Und diese Tasche wird jetzt etwa in die Mitte von dem Papier geklebt. Ihr müsst jetzt nur darauf achten, das ist ganz besonders wichtig, sonst habt ihr später Probleme mit dem Bewegungsapparat, dass ihr die Tasche hier vor die Falz klebt. Nicht über die Falz, nicht auf die Falz, sondern wirklich vor die Falz, damit die Bewegung von dieser Klappe nicht eingeschränkt wird.
Und natürlich solltet ihr es gerade aufkleben, ne? Das ist so eine Voraussetzung für alles. Es ist auch so, ich habe hier schon Fotomatten zurechtgeschnitten und diese Fotomatte, die möchte ich gerne einmal hier unterhalb platzieren. Deswegen gucke ich, ich lege sie mir einfach nur auf und gucke, dass ich die Ränder ungefähr gleich habe am Ende, wenn ich das Motivpapier platziert habe, sodass einfach nochmal so ein Randmotivpapier drumherum ist. Die Fotomatte hat die Maße 16 x 11 cm, sodass ein 10 x 15 Foto einfach drauf passt und ihr noch einen schönen Rahmen drumherum habt. Genau, die lassen wir einmal hier liegen, weil wir wollen es ja platzieren. Ist dieselbe Technik wie vorher auch. In dem Fall würde ich sogar nur mit Flüssigkleber arbeiten, weil es in der Mitte der Seite ist und ich keinen Rand zur Orientierung habe. Legt euch die Fotomatte auf und platziert euch eure Tasche. Und da ist jetzt, wie gesagt, erstmal wichtig, dass ihr den unteren Teil gut festklebt und das auch einigermaßen gerade. Das auch nochmal aufklappen, wieder mit dem Finger oder dem Falzband drüber. Ihr müsst aber jetzt bedenken, es ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so beweglich, weil ihr jetzt auf der anderen Seite schon was kleben habt. Ja? Also ihr könnt da jetzt nicht mit voller Gewalt mit dem Falzband drüber gehen. Deswegen da ein bisschen aufpassen und dann gebt ihr auf die anderen Seiten nochmal Klebe und schlagt das nach oben hin. Ihr werdet übrigens feststellen, je mehr Alben ihr von mir seht, ich arbeite sehr ungern mit solchen Laschen, die man aufklappen kann in Alben. Also ab und zu mache ich das, aber eher ungern. Hat einfach den Hintergrund, dass alles, was sich hinter dieser Lasche verbirgt, nicht mehr sehr dreidimensional sein darf, weil sonst das einfach den kompletten Mechanismus behindert. So, Tasche klebt. Ich könnte jetzt auch nochmal mit dem Falzband nach innen reinfahren. In die Falzlinien, genau, dass die sich schön mit dem Papier verbinden. Hier passt das Foto wunderbar hin. Und dann braucht ihr noch mal zwei Streifen Cardstock in den Maßen 29 x 10,5 cm. Und das falzt ihr bei 14,5 cm an der langen Seite. Und dann habt ihr einfach zwei Fotomatten zum Aufklappen. Da bräuchtet ihr dann wieder farbige Fotomatten, so wie ich das sonst immer mache. Also ihr könnt das natürlich auch lassen und direkt ein Foto einkleben. Ich finde, das hat aber mehr Stabilität, wenn man noch eine Fotomatte drin hat. Deswegen klebe ich da jetzt nochmal Fotomatten ein. Einmal eine rosane, einmal eine kraftfarbene in den Maßen 10 x 14 cm. So, zweite Fotomatte fertig. Und sie kommt dann auch hier oben rein. So, jetzt sieht das natürlich alles nicht sehr spektakulär aus. Kann ich absolut nachvollziehen, dass ihr euch denkt, oh je, das sieht jetzt sehr langweilig aus. Deswegen würde ich es jetzt gleich schon mal mit Motivpapier beziehen, damit man da einfach schon mal ein Gefühl für bekommt, wie das aussehen kann mit Motivpapier. Natürlich die Deko, wie gesagt, mache ich erst ganz zum Schluss, wenn ich alle Seiten fertig habe. Ich dekoriere das jetzt mit Motivpapier und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe das jetzt Ganze mit Motivpapier bezogen. Ihr seht, es sieht schon ganz anders aus, wenn man Motivpapier drauf ist. Dann ist der Rohling einfach schon mal viel, viel hübscher. Wie gesagt, jetzt nicht so viel Deko drauf. Ich habe zum Beispiel auch die Fotomatte so gestaltet, dass man noch was Schönes draufschreiben kann, Journaling betreiben kann. Und ein Foto nochmal draufkleben kann. Die Rückseite habe ich erstmal weiß gelassen, einfach um zu sehen, okay, wie ist es denn, wie viel Motivpapier habe ich über, kann ich noch eine Rückseite gestalten? Wenn das der Fall ist, dann gestalte ich natürlich auch noch eine Rückseite. Ansonsten, hier habe ich die Fotomatten komplett weiß gelassen. Man muss es ja eigentlich nicht übertreiben, ne?
Klar, man kann das natürlich machen, wenn man das möchte, aber in dem Fall wäre es halt, dadurch, dass man das eh nicht sieht von der Vorderseite, finde ich es halt, es reicht auch vollkommen aus, wenn man hier nur ein Foto hinmacht, vielleicht auch einfach was schreibt zu dem unteren Foto. Das könnte man beispielsweise auch machen. Ja, das ist die eine Seite und jetzt wechseln wir auf die andere Seite und hier habe ich auch schon ein bisschen Deko betrieben. Einfach, um euch zu zeigen, wie das dann am Ende aussehen könnte. Leichte Deko, jetzt noch nicht viel Deko, sondern nur so ein bisschen. Ich habe hier zum Beispiel eine Blüte genommen. Die habe ich nur an den Seil, also oben und hier am Rand festgeklebt, sodass man hier noch wunderbar das Foto am Ende drunter schieben kann und festkleben kann. Dann habe ich natürlich diese zwei Fotomatten gestaltet. Auch da ist jetzt noch nicht wirklich Deko drauf. Muss ich mir noch überlegen, ob ich hier einfach noch so ein Schildchen hinmacht, zum Beispiel mit Memories oder so. Da kann man sich ja wunderbar auch was selber ausdrucken. Das mache ich sehr, sehr häufig bei meinen Alben. Ich habe jetzt gerade nichts da, was ich zeigen kann. Doch, da. Da drucke ich mir was einfach aus, schneide mir das zurecht und dann platziere ich das einfach auf den Fotomatten. Das finde ich auch immer sehr, sehr hübsch. Sozusagen. Ja, ansonsten wäre jetzt Seite 1 sozusagen fertig und wir würden uns dann bei Seite 2 wiedersehen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich weiß, es ist momentan sehr umfangreich. Ich versuche das auch so weit runter zu kürzen, wie es möglich ist, damit das halt einfach das Video auch nicht so lange für euch wird. Und aber natürlich so informativ bleibt, dass ihr es auch wunderbar gut nachbasteln könnt. Ich notiere euch auch die Maße in die Infobox. Falls ich jetzt was im Video irgendwie in irgendeiner Weise falsch gesagt habe, steht es auf jeden Fall immer richtig nochmal in der Infobox unten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, diesen Kanal abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!